Knapp zwei Monate vor Beginn der Karnevalssaison hat das Bundesland Nordrhein-Westfalen größeren Veranstaltungen wegen Corona eine Absage erteilt. Der Chef der Düsseldorfer Staatskanzlei, Leminski, am Freitag nach einem Treffen mit Karnevalsorganisatoren. Ein Karneval, so wie wir ihn kennen, wird in Zeiten der Pandemie nicht möglich sein. Denn der Karneval zeichnet sich bei all seiner politischen und gesellschaftskritischen Bedeutung auch und gerade dadurch aus, dass er von großer Geselligkeit, von herzlichem Miteinander der Menschen lebt. Große Menschenansammlungen schunkeln, singen und Bötzchen verteilen, in großer Ausgelassenheit und oft auch verbunden mit Alkoholkonsum. All das ist in der Pandemie so nicht denkbar. Andere Veranstaltungen, bei denen die Abstands- und Hygieneregeln berücksichtigt würden, seien hingegen erlaubt, fügte er hinzu. Wir rufen daher allen Karnevalisten zu, mit Blick auf den 11. im 11. Fahrt an den tollen Tagen nicht in die Karnevalshochburgen, sondern feiert dort, wo es sicher ist. Feiert zu Hause, feiert im kleinen Kreis, feiert so, dass ihr dabei auch Verantwortung übernehmt für andere. Den Städten empfehlen wir als Landesregierung ein Alkohol- und gegebenenfalls auch Verweilverbot an neuralgischen Punkten. Und wir tun dies mit ausdrücklicher Unterstützung der kommunalen Spitzenverbände. Notleidenden Karnevalsvereinen versprach die nordrhein-westfälische Landesregierung Unterstützung. Ein bereits bestehendes Hilfsprogramm für Vereine werde verlängert und so ausgestaltet, dass es auch für Karnevalsvereine gelte. Es stünden rund 50 Millionen Euro zur Verfügung. Am Samstag äußerte sich dazu Stefan Kleiner, Vizepräsident vom Düsseldorfer Karneval. Man wird, glaube ich, aus dieser ganzen Situation sehr gestärkt rausgehen im Nachhinein, weil wenn wir das schaffen, kreativ zu sein, trotzdem einen Karneval zu feiern, einen etwas anderen Karneval, ich glaube, dann wird man sich sehr, sehr lange an die Session erinnern, dann kann ein Prinzenpaar in Dreigestirn Geschichte schreiben und ebenfalls jeder einzelne Verein, der sich da erfolgreich dann beteiligt hat. Zur Erinnerung. Zu Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland Anfang des Jahres war der nordrhein-westfälische Landkreis Heinsberg wegen einer Karnevalssitzung in die Schlagzeilen geraten. Dort war es nach der Veranstaltung zu einer frühen und massenhaften Ausbreitung des Erregers gekommen. Einen solchen Verlauf will man daher nicht erneut riskieren.